Hunger auf mehr. Hunger auf Frühling. Und genau dieser kann beim Messefrühling in Ried wieder ordentlich gestillt werden. Auch in diesem Jahr gibt es wieder 3 Messethemen an einem Wochenende unter einem Dach. Es geht bei den Kleinsten los. Das Familienglück geht dann natürlich über die guten Appetit, die für jeden etwas bietet, bis hin zur 50-Plus-Messe. Also wir bilden so das ganze Leben ab mit vielen Mitmachstationen, mit Information, mit Kaufangebot, mit Genussangebot und Unterhaltung. Das Angebot beim Messefrühling beginnt also schon bei den kleinsten Besuchern. Und da gibt es ganz viele Highlights. Was auf jeden Fall herausgehoben werden muss, sind die Kooperationen, die wir haben mit dem Land Oberösterreich, also mit dem Landjugendreferat Oberösterreich, mit den dritten Inviertler Spieletagen. Da wird es wieder über 500 Brettspiele geben, die man sich ausborgen kann. Wir haben den Bereich auch vergrößert, nachdem so eine große Anfrage letztes Jahr war. Dann die Kooperation mit der oberösterreichischen Familienkarte, mit den Familienkonzerten, Samstag und Sonntag im Keine-Sorgen-Saal. Da werden uns besuchen Ratzfatz und der Kinderliedermacher Bernhard Fiebig. Aber nicht nur die Kleinsten kommen voll auf ihre Kosten. Auch die Erwachsenen bei der 50+. Ja, auf der einen Seite wird es eine große Bühne geben mit Unterhaltungsprogramm, mit Tanz. Dann natürlich ein Angebot, sowohl was die Kulinarik betrifft, was das Reisen, den Ausflug betrifft, aber auch natürlich Gesundheitsangebote bis hin zu Accessoires, Schmuck. Also eine Messe mit einem sehr breiten Angebot, so wie man es von früher kennt. Ein Besuchermagnet werden auch in diesem Jahr wieder die Kochshows an allen 2 Messetagen sein. Unsere Kocharena wird dieses Jahr definitiv wieder ein Highlight von der Messe, nicht nur von der Guten Appetit, sondern vom ganzen Messefrühling. Wir haben wieder Haubenköche aus der Region, die sozusagen die Besucherinnen hereinlocken und ihnen die Gelegenheit bieten, auf die Finger zu schauen, damit sie natürlich dann auch die Kostproben genießen können, beziehungsweise Tipps und Tricks mitnehmen können und natürlich die Rezepte. Also ich denke, das ist für die Besucher, gerade wenn es jetzt um die neue Frühlingssaison geht, mit den neuen sozusagen Zutaten und für die Osterfeiertage bestimmt eine Gelegenheit, um sich was Gutes mitzunehmen. Und auch in diesem Jahr wird das Genussland Oberösterreich mit seiner großen kulinarischen Vielfalt aufwarten. Ja, es ist wieder die Chance, die Möglichkeit, neue Produkte zu präsentieren, neue Produzenten zu präsentieren. Wir haben ja diesmal eine ganz, ganz große Auswahl und Vielfalt. 27 Produzenten sind vor Ort, die ihre Produkte vorstellen, verkosten und natürlich auch die Vorteile erklären, die regionale Produkte bieten. Für eine kleine Stärkung zwischendurch oder einen geselligen Messeausklang ist man wieder in der Weinlounge bestens aufgehoben. Wir sind ja in Summe ca. 20 Winzer und haben einen ganz schönen Platz geschaffen mit gemütlichen Bänken, Sitzmöglichkeiten, mit einer Live-Musik. Man kann eben den Abend mit Freunden bei einem Ochtelwein ausklingen lassen. Nähere Infos zum gesamten Angebot und Programm des diesjährigen Messefrühlings unter messefrühling-ried.at.